Und das ist einfach der leckerste Kuchen überhaupt, den man so kaufen kann. Der schmeckt eben auch wie eine Wolke und es ist einfach so gut. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen mal wieder in meiner wunderschönen, nicht wunderschönen Küche. Ja, ich hasse diese Küche, aber naja, ich hoffe, wir ziehen bald um und dann habe ich eine andere. So. Und schon wieder stand der Wochenendeinkauf dran oder Wocheneinkauf, je nachdem, wie ihr es bezeichnen möchtet. Und ja, möchte ich euch natürlich mal wieder zeigen und ich fange jetzt direkt mit den gefrorenen Sachen an, damit ich die direkt wieder verräumen kann. Und noch bevor ich anfange, also es tut mir leid, meine Stimme hört sich komisch an, ich bin mal wieder erkältet. Deswegen wundert euch nicht, warum ich mich so komisch anhöre. Und macht euch gerne mal darüber lustig, wenn es sich komisch anhört. Zu uns ist auf jeden Fall noch zu sagen, dass wir eine dreiköpfige Familie sind. Wir essen zwar auch sehr gesund, aber eben auch manchmal ein bisschen ungesund. Also es ist von allem was dabei. Und natürlich sind auch ein paar Sachen dabei, die andere ein bisschen anstößig finden und so. Aber wir kommen damit gut klar. Und da es bei uns halt wirklich sehr ausgewogen ist, kommen wir damit gut klar. Also ich hoffe, ihr kommt damit auch gut klar. Und wenn nicht, dann ja, tut es mir leid. Oder auch nicht. Ja, nun gut, auf jeden Fall fange ich jetzt an. Und da haben wir hier als erstes Himbeeren eingekauft, tiefgefroren. Möchte ich im Müsli essen oder eben, ja, so mal als Smoothie oder so gefroren, ist das immer ganz gut. Und die sind auch nicht ganz so teuer wie die frischen. Und dann habe ich hier einmal Jumbo Fries mitgenommen. Wir essen am Wochenende nämlich immer sehr gerne, wir nennen es dann Fingerfood, ne? Also dann gibt es da so Pommes und Chicken Nuggets. Frühlingsrollen natürlich, ganz klar. Aber die haben wir sowieso meistens auf Vorrat da. Und ja, die mussten jetzt mal mit. Die Jumbo Fries hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Früher waren die immer total eklig. Irgendwie war das immer so, als hätten die so einen alten Kartoffelgeschmack. Aber ich hoffe, dass sie das jetzt einfach mal verändert haben, weil das schon einige Jahre her ist. Und dann haben wir noch diese hier mitgenommen. Das sind die ganz normalen Kartoffelspalten. Das ist übrigens von Lidl, ja. Und außer den Himbeeren habe ich für die Smoothies oder das Müsli auch nochmal gefrorene Mango mitgenommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt mal eine nette Abwechslung und ich finde, dass das wirklich gut schmeckt. Denn ich bin auch zum Beispiel eine, ich bin total faul, immer Obst und Gemüse zu schneiden. Dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall für mich geeignet. Boah, diese Stimme hört sich scheiße an, Mensch. Und dann durften hier noch zweimal geschnittene, gewürfelte, gehackte Zwiebeln mit. Ich hasse es nämlich total, Zwiebeln zu schneiden. Und deswegen kommen meistens an meine Gerichte überhaupt gar keine Zwiebeln dran, weil ich es einfach hasse. Und das ist auf jeden Fall die perfekte Lösung für mich. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. So, das hätten wir dann geschafft. Und dann geht es hier auch gleich mit den normalen Kühlprodukten weiter. Da gab es einmal Kinderpingui für meinen Kleinen. Der mag die unheimlich gerne. Und auch mein Mann, die essen die eigentlich beide. Ich mag die persönlich irgendwie nicht so gerne. Also vielleicht mal ein im halben Jahr, wenn überhaupt. Und dann habe ich auch lange davon die Schnauze voll. Keine Ahnung. Aber dafür esse ich ja genug andere Süßigkeiten. Dann durften hier zweimal Delikatesshähnchen-Brustfilet mit. Soll ich dazu sagen? Die essen wir halt alle gerne. Und dann durfte hier zweimal noch die Teewurst von meinem Olli mit. Wie ihr ja wisst, isst er das auf jeden Fall schon seit seiner Geburt. Nee, nicht seit seiner Geburt, natürlich nicht seit seiner Geburt, sondern seit er feste Nahrung zu sich nimmt. Und dann durfte noch eine fette Packung Würstchen mit. Davon ist auch schon über die Hälfte leer. Aber was soll ich sagen, ne? Das geht halt schnell weg hier bei uns, so Würstchen. Genau, was geht hier jetzt noch weiter? Genau, die hier waren im Angebot bei Rewe, das sind die Fix. Ich koche eigentlich nicht so gerne mit Fix, weil ich meistens die Rezepte auch so kann. Aber das ist Paprika-Rahmschnitzel. Ich kriege das einfach nicht so hin. Vielleicht habt ihr ja da eine Idee oder so, aber ich kriege das Rezept einfach nicht so hin, wenn ich es mir irgendwie aus dem Internet ziehe oder so, dass das so ähnlich schmecken soll und so. Aber da fehlt immer dieses gewisse, dieses Aggressive irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich Glutamat oder was weiß ich, aber deswegen kaufen wir für dieses Gericht ausschließlich dann das. Aber das essen wir jetzt auch wirklich nicht so oft, aber naja, egal. Also hin und wieder, finde ich, ist so ein Fix auf jeden Fall mal in Ordnung, wenn man das halt nicht überwiegend macht. Oh Mensch, die Stimme hört sich echt schrecklich an. Und dann durfte das hier noch für unseren Kater mit. Da sind 12 so eine kleine Packungen drin mit 100 Gramm. Und ja, ich denke, dass er die sehr gerne isst. Sonst isst er meistens Dosen, aber ich wollte ihm irgendwie mal was Besonderes mitnehmen. Und deswegen war es das jetzt. Und noch ein Fixprodukt bzw. eine Backmischung. Und das ist die Wolke, die Schokino-Wolke, also Vanilleteig quasi mit Schokostückchen drin und das ist einfach der leckerste Kuchen überhaupt, den man so kaufen kann. Ich habe schon so oft versucht, irgendwie auch so einen fluffigen Kuchen hinzukriegen und ich habe eine Zeit lang wirklich sehr intensiv gebacken, aber das habe ich nie so hingekriegt. Der ist einfach wirklich, der sagt ja schon der Name, ne? Der schmeckt eben auch wie eine Wolke und das ist einfach so gut. Und wir mögen den sehr gerne, hin und wieder kommt er dann mal mit. Aber so oft essen wir jetzt sowieso keinen Kuchen, von daher ist das, denke ich, auch mal in Ordnung. Und wenn das auch für euch nicht in Ordnung ist, dann ist es mir auch scheißegal. Ja, hier ist noch eine Tube mittelscharfer Senf. Und das hier habe ich leider schon angebrochen. Das war so ein 3-Gemüsepack. So gehobeltes Gemüse quasi. Gehobelt? Geraspelt? Naja, auf jeden Fall
war das Rotkohl, Weißkohl und Möhren. Und das habe ich einfach mit Salatsauce gegessen. Hat mir super gut geschmeckt. Das ist nämlich wirklich sehr praktisch, weil ich ja die Einzige bin hier, die sowas so isst mit Salatsauce und so. Und da muss ich mir nicht ganze Kohlköpfe hinlegen, um dann davon mal so eine Portion essen zu können. Das war übrigens sehr günstig mit 1,31 Euro für knapp 300 Gramm. Und dann hatte ich eigentlich 3 Bananen mitgenommen, aber davon hat anscheinend mein Mann schon eine gegessen. Hier hat sich noch ein Käse versteckt. 2 wunderbare Bio-Gurken, die mal wieder in Plastik extra verpackt sind, was absolut gar keinen Sinn macht, aber was soll ich machen? Wenn ich jetzt zum nächsten Geschäft fahre, um welche kaufen zu können, die ohne Plastik sind, dann donner ich ja auch wieder Abgase in die Umwelt und ja, was dann am Ende dabei rauskommt, könnt ihr euch ja wahrscheinlich selber ausrechnen. Und das habe ich hier noch. Dann habe ich mir wieder 3 Avocados mitgenommen. Und dann durften noch 3 Packungen Nüsse mit. Da habe ich 2-mal Walnüsse mitgenommen von Lidl und 1-mal so eine Nussmischung hier mit Cashewkern, Haselnüsse sehe ich hier gerade und keine Ahnung, was das andere ist. Mandel. Okay. Und dann habe ich mir hier noch eine Packung Chiasamen mitgenommen. Meine sind fast leer und ich muss sagen, die sind erstaunlich günstig geworden. Also als das so, ja, im Kommen war, dass man Chiasamen essen soll, da hat man richtig viel Geld für so 500 Gramm bezahlt. Ich meine, um die 7 bis 10 Euro oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier für 300 Gramm, ich meine, unter 3 Euro bezahlt. Also das ist echt toll. Und dann hatte Rewe neu ein Coavach weißer Schokoladen-Kaffee-Kakao-Schokodrink mit viel Koffein bzw. Guarana. Habe ich noch nie gehabt, wollte ich aber unbedingt mal probieren und ja, bin ich mal gespannt drauf. Stelle ich mir gleich erstmal wieder kalt. Und dann habe ich hier natürlich wieder Pink Ladies mitgenommen. Das sind die einzigen Äpfel, die mein Junge isst. Und ja, natürlich sind die auch super lecker. Deswegen kaufen wir die eigentlich ausschließlich, aber meistens im Angebot. Ja. Und dann habe ich hier bei Lidl noch Gewürze mitgenommen. 1-mal Paprika edelsüß und 1-mal Cayennepfeffer. Ja, da bin ich mal gespannt, weil ich es sehr gerne sehr scharf mag. Und ich hatte solchen Pfeffer noch nicht, deswegen probiere ich das mal. Und bei den Gewürzen muss ich euch unbedingt noch sagen, ich hatte letztens einen Pfeffer von Lidl. Einen weißen Pfeffer und davon habe ich immer ordentlich auf mein Avocado-Brot draufgehauen und das war irgendwie nie zu scharf. Habe mich schon gewundert, weil eigentlich heißt es ja immer, weißer Pfeffer ist irgendwie schärfer als schwarzer. Ja, aber habe mir da halt immer ordentlich draufgeknallt und habe mir da auch nichts bei gedacht. Musste dann neulich einen neuen kaufen, habe den dann aber bei Edeka mitgenommen und der war viel intensiver. Da habe ich genauso die Masse draufgeknallt und da dachte ich, ich erstick gleich, Alter. Naja gut, auf jeden Fall ist das auch so unterschiedlich, ne? Also ich gehe davon aus, dass die Gewürze jetzt vielleicht auch ein bisschen gestreckt sind und so. Da muss man dann wahrscheinlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber ja. Dann durfte wieder 1 Kilo Möhren mit. Mensch, und für meinen Jungen kam seine Lieblingsschokolade mit. Das ist von Milka. Und das sind die Milkinis. Ja. Die sind auch wirklich richtig lecker. Ich dachte immer, die sind so genauso quasi wie Kinderriegel. Oder Kinderriegel müssten besser sein, dachte ich immer. Aber die sind nochmal irgendwie so ganz anders im Geschmack. Also auch richtig, richtig lecker. Ich kann jetzt nicht sagen besser als Kinderriegel, aber sehr gut. Und wo wir gerade dabei sind, hier dann auch noch ein 4er-Pack Kinderriegel. Mein Mann macht nämlich in letzter Zeit immer Krebs. Und da so ein Kinderriegel rein oder 2 oder 3 oder 4. Ja, das ist göttlich. Es ist einfach wie im Himmel. Es ist so lecker. Und da mein Junge am allerliebsten Melone isst, durfte da mal wieder eine mit, weil es die gerade bei Lidl gab. Und die hörte sich auch richtig, richtig gut an. Ja. Er wartet auch schon die ganze Zeit geduldig, dass ich fertig bin mit dem Abdrehen hier, damit er davon endlich was bekommen kann. Nicht runterfallen. Ach so, und was ich jetzt auch noch bei Rewe gesehen habe, das fand ich richtig toll. Das ist so eine 2er-Packung hier, Mehrweg frische Netze. Ich packe die mal direkt aus. Ich durfte sie leider nicht gleich direkt im Laden benutzen, aber das sind hier halt so kleine Dinger. Sogar mit Zugband, okay. Die kann man natürlich auch ganz vorsichtig waschen, aber da kann man halt sein Obst und Gemüse dann reinpacken und an der Kasse wiegen. Ist jetzt auch wirklich leicht, sodass man nicht unbedingt mehr pro Kilo bezahlt, wenn es dann gewogen wird, aber ja, das ist auf jeden Fall schön. Einfach. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen brauchen, das in meine Routine reinzukriegen, dass ich die Dinger immer wieder einpacke und so. Aber ja, ich gebe mir Mühe, dass ich das in Zukunft öfter machen werde. Fand ich wirklich toll, dass es das jetzt gibt. Dann habe ich hier nochmal 5-mal solche kleinen Schälchen für unseren Kater mitgenommen. Und dann hatte Lidl im Angebot hier von Uncle Ben's süß-saure extra Ananassoße. Da brate ich immer noch ein bisschen Fleisch zu an und dann kommt die Soße da einfach rein. Vielleicht noch ein bisschen, also man könnte noch ein bisschen asiatisches Gemüse dazu machen. Dann hat man eine riesige große Wokpfanne voll. Das ist dann auch wirklich toll. Ich nehme die vor allem mit. Ich konnte das früher mal selber machen, aber mein Mann isst das nicht gerne und auch mein Junge isst das nicht gerne. Also eigentlich esse ich es alleine und friere es mir dann meistens portionsweise ein, um es dann irgendwie mal essen zu können. Genau. Und deswegen sind es jetzt auch diese Fertigsoßen geworden, damit ich nicht 10.000 verschiedene teure Zutaten kaufen muss. Für mich alleine. Ja, ja, ja. Ja, meine Männer sind ganz schön wählerisch, was das Essen angeht.
aber ist okay. Viermal Tomatenmark habe ich mitgenommen, einfach für ganz normale, stinknormale Tomatensoße, egal ob auf Pizza oder auf Nudeln. Das geht immer. Und dann war im Rewe bei Angebot Barillanudeln. Ich finde, Barillanudeln sind die leckersten überhaupt. Da ist es auch egal, wenn man die mal ein bisschen länger im Topf lässt, weil man sie vergessen hat oder so, dann sind die trotzdem noch nicht matschig. Man hat da immer noch irgendwie so ein bisschen Biss dran, aber auch nicht zu viel. Ich persönlich mag es immer lieber, wenn Nudeln so ein bisschen überkocht sind. Und ja, da zeige ich euch mal die verschiedenen. Eine Packung, 75 Cent, das ist einfach der Hammer. Da habe ich hier zweimal Piccolini Penne mitgenommen. Und dann hier noch die Girandole. Und dann durften noch ganze 7 Packungen Cappellinis mit. Das sind so richtig, richtig, richtig dünne Spaghetti. Die kochen auch, hier steht 3 Minuten drauf. Also wirklich ganz schnell fertig. Und die finde ich so lecker. Ich finde Spaghetti ja immer schon toll. Aber die sind halt nochmal irgendwie nur die Hälfte so dick. Und das ist einfach super. Und das gibt es auch nicht von so vielen Firmen. Ich meine, ein oder zwei bieten das an. Aber ich finde, das ist einfach so lecker. Einfach so gut. So, was ist hier noch? Ach, Brot habe ich noch vergessen. Da kam hier einmal ein Sonnenbatzen mit, da ist ordentlich Körnerkram drin, ne? Und ordentlich Vollkorn und so weiter. Natürlich auch ganz bisschen Weizenmehl, ja, aber so ein bisschen ist jetzt mal scheißegal. Jedenfalls mir ist es gerade scheißegal. So. Und dann gab es bei Lidl hier so ein Dinkel-Bio-Dinkel-Krüstchen oder wie auch immer die das genannt haben. Und das fand ich auch sehr interessant, weil ich sowas eigentlich in letzter Zeit öfter mal selber machen wollte, aber irgendwie nie geschafft habe, weil zu wenig Zeit und so. Und dann wollte ich mal gucken, wie dieses hier schmeckt. Und dann der Klassiker bei Rewe im Angebot, das Lüneburger. Diesmal konnten wir nur ein halbes mitnehmen, weil die anderen alle weg waren. Aber ja, das macht jetzt auch nichts. Genau. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch meinen Einkauf anzusehen. Und ja, mein minderwertiges Geschwafel euch einzuziehen und so weiter. Und ja, ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut! Ach, das hatte ich hier eben noch vergessen zu erzählen. Hier sind noch normale Spaghetti bei, allerdings aus Vollkorn. Die wollte ich mal probieren. Wahrscheinlich schmecken sie meinem Sohn ohnehin nicht, aber ja, ich will die mal unbedingt probieren. Vielleicht isst er sie ja auch, wer weiß. Das ist gerade der Nachbar. Keine Ahnung, was er da tut. Dann waren meine Chiasamen alle, die habe ich bei Lidl mitgenommen. Oh Gott, meine Stimme ist heute schrecklich. Alles tut mir leid, aber... Es wäre auch zu schade, die ganzen Sachen hier einfach so ins Regal zu räumen. Ach Gott, hör auf zu labern, Ina. Hör einfach auf zu labern. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig etwas an Inspiration nehmen.